In Baden-Württemberg soll ein vergünstigtes Deutschland-Ticket für junge Menschen eingeführt werden. Darauf haben sich Landesverkehrsministerium, Landkreistag und Städtetag verständigt. Das vergünstigte Deutschland-Ticket soll das Jugendticket BW ersetzen und zunächst für 365 Euro im Jahr angeboten werden. Einführungstermin ist der 1. Dezember. Kaufen können das Jahresabo alle jungen Menschen in Baden-Württemberg bis zum 21. Lebensjahr sowie Schüler, Studenten und Azubis bis zum 27. Lebensjahr. Das Land trägt 70% der Kosten, die restlichen 30% bezahlen die kommunalen Aufgabenträger.